So, mehr Wahlmaterial von der CDU. Sie wissen, wir haben alle Parteien aufgerufen, uns etwas zu schicken. Gestern habe ich Ihnen das hier gezeigt. Und passbares Plakat, oder? Hier, die FDP. Wo war das? In Mönchengladbach, ja? Hier, Willi Schmitz, ja, kandidiert da für die FDP. Dieser junge Mann hier. Willi Schmitz. In Amerika wäre das cool, wenn man so hieße, oder? Will Smith. Aber hier, Willi Schmitz, kommt nicht gut. Aber wir wollen Ihnen CDU-Material zeigen. Passen Sie auf. Und zwar tolle Plakate, ja, wie zum Beispiel dieses hier. Schauen Sie mal, das hat die CDU zum Beispiel draußen hängen. Da sehen Sie, kann man das hier unten lesen? Klar machen zum Wechsel, ja? Die junge Union. Wie soll man das deuten hier? Klar machen zum Wechsel? Aufforderung zum Partnertausch? Ja? Ich weiß es nicht genau. Sehen heutzutage so junge Menschen aus? Das sind doch junge Menschen in Kleidern von Alten, oder? Naja, dann haben wir hier noch was. Das ist auch, das ist eines der Plakate, was für das meiste Aufsehen gesorgt hat. Und zwar ist dieses hier, diese junge Frau hier, wo man erst denkt, ach, das ist Franziska von Allensieg. Ist sie aber natürlich gar nicht. So. Und da sehen Sie, wenn mein Freund so viele Versprechen brechen würde wie der Kanzler, würde ich ihn rauswerfen. Gewahrt, oder? Wenn ich jetzt bei der SPD wäre, ja, in der Wahlkampfleitung, würde ich sagen, kommt Jungs, wir machen ein Plakat, ja, wo wir draufschreiben, wenn mein Freund sich so oft versprechen würde wie Stoiber, dann würde ich ihn rauswerfen. Ja? Ja, und dann haben wir, was haben wir noch bekommen? Ja, hier, tolle, tolle Sachen, also wirklich hochklassiges Material, muss man wirklich sagen. Ja? Was ist das denn hier? Ein Matchbox-Auto? Hier, ein BMW. Oh, Matchbox-Auto haben die. Super, die müssen es ganz schön dicke haben hier bei der CDU. Guck mal, was hier für hochwertige Kulis. Nicht hier so ein Billigzeug hier wie von der Sachsen-Union hier. Ja? Hier richtiges, gehen aber nicht auf. Ja? Nützt nicht. So, da, jetzt haben wir ihn hier. Aber eher vom Feinsten, auch hier mit Gewicht und so. Und ganz dezent steht hier CDU drauf. Da kann man sich, den kann ich zum Beispiel ganz gut gebrauchen. Den stecke ich mir mal hier ein. Ja. Mein Gott, das kostet aber richtig Geld, oder? Spenden? Schon finanziert man das über Spenden? Ich weiß nicht. Oder hier, schauen Sie mal, lustig, auch so eine kleine Klingel. Können Sie hier entweder hier an den Finger machen, ja? Ja, gerade für ältere Leute, wenn sie über die Straße gehen. Achtung. Thank you. Ich komme, man nennt es bei der CDU auch die Schäuble-Schelle, ja? So. Ist aber geil, oder? Da braucht man nicht immer rufen, weg da! Machen wir einfach nur hier. Super. Was haben wir noch? Auch die CDU schickt Kondome. Ja? Hier. Kondome von der jungen Union. Von der CDU haben wir schon, von der SPD haben wir schon gehabt. Ja? Die haben auch Kondome. Hier mit der Aufschrift Black is beautiful, ja? Das ist von der Jungen Union. Black is beautiful, solange sie in Afrika bleiben, ja? So, da haben wir hier, ja. Oder hier mit dem Spruch, schwarz drauf, gut drin. Echt, kein Scherz. Ich hab mir nicht, haben wir nicht gefaked. Wirklich, steht hier auf den CDU, kurz, ja, auf den CDU-Kondom drauf. Unfassbar, oder? Ja, was haben wir noch Tolles? Ach so, hier, das ist, wo haben wir das denn jetzt? Wir haben noch viel mehr bekommen, da können Sie sich gar nicht vorstellen. Hier die ganze Kiste voll. Hier können Sie sich vorne Fahrradtasche, ja, sensationell, ein Fußball, ja, toll. Oder hier, Mützen, hier mit so einem CSU-Emblem. Dann haben wir hier vorne so mit CDU drauf. Dann hier noch mehr Kondome, so, Fähnchen, Espresso. Dann auch hier, super. Da haben sich die Leute zusammengesetzt von der CDU, CSU und haben gedacht, was machen wir für Karten? Wir müssen einen überzeugenden Wahlspruch haben und dann haben sie sich das einfallen lassen. Schröder ist schuld. Ja? Gut, oder? Und dann habe ich das hier gefunden. Das war auch dabei. Sehen Sie das hier? Da ist dieses Gewicht hier unten dran. Ja, da steht CDU drauf. Das ist mir erst nachher, aber das ist aufgefallen. Das ist hier, damit man sich sowas da reinstellt. Ja? Ich dachte vorher, als ich das bekommen kann, das ist ja geil, die sind ja fortschrittlich von der CDU. Die verschicken Brustwarzenklemmen. Ja?
Da hat sie erst, okay, habe ich erst gedacht, gut, das Gewicht ist ein bisschen leicht für mich, aber was noch alles gibt. Hier, da haben sie erst gefragt, was ist das? Sehen Sie, so reflektiertes Zeug, reflektierendes Zeug, ja? Und dann habe ich aber gemerkt, gucken Sie hier, das nehmen Sie einfach, dann machen Sie hier und dann können Sie, ja, von der CDU. Super, oder? Das ist echt geil. Herrlich. Ja, und vieles, vieles mehr hier. Hier, CDU mit so kleines Piercing-Zeug hier. Können sich direkt piercing. Aber das ist wirklich hier, das ist klasse, oder? Kann man sich bestimmt auch hier... Hält direkt. Super. Ja, meine Damen und Herren, vieles mehr haben wir noch von der CDU bekommen. Da habe ich gar nicht so viel Zeit, Ihnen das vorzustellen. Ach doch, hier, Luftblasen auch. Ja? Wie heißt das? Seifenblasen, ja. Was von Rot-Grün übrig bleibt. Seifenblasen. Riesig. So, meine Damen und Herren, dann möchte ich Sie jetzt auffordern, uns zu schreiben, denn wir haben eine große TV-Total-Wahl-Sondersendung am 9. September. Ja, da machen wir Sie ein bisschen mit unserem Wahlwesen vertraut analysieren. Das zweite Kanzlerduell, das am 8. September stattfindet. Und wir möchten Sie aufrufen, mitzumachen bei unserer Misswahlwahl. Sie können uns Fotos schicken, Sie können uns das mailen, Sie können uns auch Videos schicken. Ja? Ungefähr so soll es nicht aussehen. Ich zeige Ihnen mal gerade. Ja? Das wäre es nicht. Ja? So, hier kommen wir der Sache schon näher. Ist es aber auch noch nicht ganz. Ja? So, hier, das ist so schon in etwa das, was wir uns vorstellen. Sehen Sie das? Ja? Dann hier, das würde uns natürlich sehr gefallen, so in dieser Art. Ja? Sie können sich auch mit lustigen Mützen Ihrer favorisierten Partei knipsen lassen oder so. Ja? Und was auf keinen Fall geht, was wir gar nicht haben möchten, ist so ein Bild. Ja? Schauen Sie mal. Ja? Das ist verboten. Voraussetzung, bitte. Ja? Und damit scheiden viele Mitglieder der FDP aus. Keine Männer in Frauenkleidern, bitte. Ja?